Schnibbel die Stoppel, hallo Rio und herzlich willkommen zurück zu Let's Play FIFA 16 im Karrieremodus mit mir, dem Nefkara auf Legende und dem FC Everton. Und hier wird jetzt die Nummer 1 draus. Hat Bernd Leno verdient. Und heute, wie gesagt, Twente vor der Tür. Twente, erstes Europa League Spiel. Wir müssen natürlich Gummi geben und wollen das auch. Wir spielen auch mit unserer normalen Elf, also die, die gestern auch gespielt hat. Mit Moore, Insua, Stones, Solgate, Berardi, Bedi jetzt auf 65 hoch. Richtig geil. Bedi, 17 Jahre alt, 65. Berardi ein Jahr älter. Bedi ist vor allen Dingen groß. Gute Spezialbewegungen. Berardi hat dafür einen guten, schwachen Fuß. Beides zusammen passt dann eigentlich ganz gut in unser Team. Und die Bank ist halt auch prominent besetzt mit Letzen. Und Funes Mori geht raus, weil die beiden können durchspielen hier. In der englischen Liga ist man das gewohnt, jedes Spiel durchzuspielen. Ne, ohne Witz. Tosun kommt noch mit. McCarthy ist eh rot gesperrt, warum auch immer. Campany meine ich. Der ist der Torwart für die Ligaspiele, für die Pokalspiele. In Pokalspielen immer der Zweitorwart dran. Stones. Europa League. Ja, wie mit City. Los geht's. Der FC Everton empfängt im Goodison Park Twente Enschede. In der Euroleague. Die wir gewinnen wollen. Zumindest steht in unserem Vertrag drin, Finale erreichen. Ansonsten könnte es bitter für uns werden. Mit Köln und den Grasshoppers. Heute wird eine lange Saison, die Europa League hat tausende von Teams drin. Wird echt lang werden. Euer Spaß steht im Vordergrund in dieser Saison. Drei Tore in den letzten drei Spielen. Berardi einfach stark. Im letzten Spiel allein schon zwei, aber Berardi ist top diese Saison. Reingestartet. Er ist da mit der Nummer 13, neben Billy. Jetzt den 1 Million Marktwert geknackt hat. Und nach dem Spiel muss ich direkt mit euch mal durchgehen. Wieder nach dem Jugendtrainer. 5 Sterne soll es werden. Davon 3. Gerne einen spanischen, einen deutschen und einen englischen. Das wäre super. Das wäre mega geil. Ansonsten Französisch würde ich halt auch noch mitnehmen. Gutierre, Stevens, Wandelelli, Andersen, Katsikas, hab schon lange nicht mehr gegen holländische Clubs gespielt. Sieht man ja auch nur an der Europa League. Anstoß gilt für Twente. Wir wollen heute gewinnen. Englisches Team for the win und so. Nee, wir sind in der Liga total stark, sind auch mit A11 heute dabei. Trotz Liga vorher, wo wir auch richtig hart fighten mussten. Holgate mit Deofiu und Mastua. Mastua erwarte ich heute. Ein bisschen stärkeres Spiel. Deofiu. Hätte auch weiterlaufen lassen können. Wäre eine gute Aktion gewesen. Jetzt wird es schwierig. Eine Freistoßsituation. Memphis Depay. Knapp dran vorbei. Ist dafür eigentlich schon eine gelbe? Ich glaube nicht. Berardi. Moore passt auf. Und das geht jetzt theoretisch relativ schnell. Mastur ist das gar nicht. Doch, das ist Mastur. Der Ball wird abgefangen, der Pass. Und Insua. Der Pass war so schlecht. Aber Mastur passt auf. Memphis. Billy! Ja, der Ball kommt in den Rückraum. Kann er den Ball nicht mehr gut mitnehmen. Hätte ich nochmal passen sollen. Nope, Sir. Das ist schon nix. Twente muss hier echt heute einen Sahnetag erwischen, um gegen uns bestehen zu können.
Depay. Geht am ersten vorbei, geht am zweiten vorbei und auch hier dran vorbei. Wird dann leider beim Schuss gestört. Aber trotzdem, nichtsdestotrotz eine richtig starke Aktion. Billy hier. Jetzt Holgeld gegen Ede. Ede ist schnell, Holgeld aber auch. Und Holgeld macht das auch. Insua, Stones, Moa. Und dann geht es halt wieder doch relativ schnell in die andere Richtung. Lol, faul. Mastur, bitte heute eine bessere Partie von dir als in den letzten Spielen. Boah, das war eine starke Kombination und ich konnte nur noch zugucken. Das war eine starke Aktion und da ging nichts mehr für mich. Wow. Da standen sie alle perfekt in einer Reihe und da ging nichts mehr. Das war stark. Berardi. Boah, der kann auch aus dem Stand halt so einen schönen Pass spielen. Und Traoré leider nicht. Depay abgefälscht, sonst wäre er vielleicht drin gewesen. Verteidigung steht hier heute besser als unsere gerade in der Anfangsphase. Da stand aber auch nichts und niemand frei. Keine Anspielstation für niemanden, da konnte ich relativ wenig gerade machen. Schlechte Pässe gibt es halt auch. Und das war gerade einer davon. Der Torwart kann den Ball nur noch eins ausklären. Eine schlechte Passfolge kam von uns. War wirklich schlecht. Wow, direkt zum Gegner. Gefühlt. Aber Einwürfe sind auch nicht unser Ding. Schlechte Ballannahme. Ist der Ball direkt weg. Kannst du dir nicht leisten. Auf internationalem Boden. Und dann steht da hinten halt nichts und niemand und Insua ist halt auf sich allein gestellt. Moa kommt zu spät. Was sind das denn für Pässe? Das war auch wieder so ein Pass, Marke Bullshit. Man musste da wirklich gut hinkriegen und unter Kontrolle haben. Depay drin! Schön. Traurige Torvorlage, Depay mit dem Ausgleichstor. Hier mal den Fehler. Memphis leitet selbst ein an Mastur, Traoré und Memphis wieder. Memphis hat selbst eingeleitet. Nach Verteidigungsfehler schlägt der Ball rechts im Kasten ein. Erstes Tor für uns in der Europa League gegen Twente. Der stärkste Gegner unserer Gruppenphase, vermutlich. Na, Mastur, den hätte man auch mal haben können. Berardi hat noch kaum Bälle gehabt. Das Spiel relativ schnell vom Mittelfeld aus nicht mehr weitergeführt wird. Traoré, Deofilu. Das war stark. Berardi bekommt hier keinen guten Ball. Aber Berardi bekommt Platz. Mit dem schwachen rechten Fuß.
Hätte auch gesessen. Haben schon 7 Mal versucht. Wow, Insuas schlechte Ballannahme macht halt diese Chance direkt vorbei. Du Lappen! Kann er natürlich nichts für. Wenn er habt ihm seinen Weg gekreuzt. Aber er kackt halt direkt ab. Keine Zweikampfstärke. Insua schwach gemacht. Bernd Leno. Halbzeit. Wir müssen uns deutlich steigern. Es sind viel zu viele Partien, als wenn das hier irgendwie interessant oder spannend wäre. Beli spielt schlecht, Berardi ist auch gar nicht drin in der Partie und Mastua ist schon die Puste ausgegangen. Dementsprechend Wechsel, was das angeht. Politano kommt rein, Mastua geht raus. Berardi und Beli sind nicht drin, die beiden Sechser. Dass man so nicht ganz zutreffend, also so nicht ganz zustimmen kann. Wow, Traoré. Man musste hin eigentlich. Fehler. Politano abgefälscht, fast drin. Da zeigt Berardi doch mal ein bisschen, was er kann. Na egal, er wird hoch reingespielt. Und Stevens pflückt sich den Ball. Berardi. Berardi rüber auf Politano. Mit dem ersten Dribbeln. Erster kleiner Haken, zweiter kleiner Haken. Berardi drin. Er hat halt eine Ballkontrolle wie ein Tier. Hat er gezeigt. Ball klebt einfach an seinem Fuß und dann konnte es halt reingehen. Hier Memphis, Berardi und jetzt geht's los. Berardi, der Ball klebt am Fuß, jemand greift richtig ein. Dann ist es Berardi. Unsere Fans sind da. Jetzt sind sie da. Leno hat den Ball locker. Wow, Diofeu. Kein gutes Spiel heute. Wobei es geht, eigentlich hat er bis hierhin keine Fehler gemacht, aber dann macht er halt wirklich wenig mit dem Ball. Das war schön. Ein Linksfußpass, wie man ihn kein zweites Mal sieht. Linksfuß ist halt auch immer eine blöde Idee, wenn man halt sich überlegen kann, außer beim Schießen halt wirklich. Traoré. Traoré! Diofeu, und was macht der da mit seinem Fuß wirklich? Insua, starker Zweikampf. Berardi. Memphis Depay. Traoré wird einfach platt gelaufen.
Beli ist nicht im Abseits. Beli ist nicht im Abseits. Und immer noch Beli. Moa. Memphis Depay. Berardi. Wunderschön auf Diofilu. Wow. Der Pass war ja mal scheiße. Billy geht halt jetzt raus. Dafür kommt Tosun rein. Letzten kommt rein. Und das war's dann. Drin! Diofiu! 3-1! Memphis! Tosun! Traoré! Erstes Tor auch für ihn. Jetzt haben wir doch mal den Sack sozusagen zugemacht ein bisschen. Ja, das war klar, dass der Ball dahin gehen soll. Letzten. Politano, Riesenparade. Kommen Pfiffe. Holgate, Holgate. Doppel-Zweikampfsieger. Wechsel. Holgate verliert das Zweikampfduell. Insua kann es nicht, weil er es mit dem Fuß versucht. Tosun. Traoré! Eine Minute Nachspielzeit, aber eine gute Aktion war es allemal. Und damit ist es vorbei. 3-1 gewinnt der FC Everton gegen Twente Enschede im Europa League Auftaktspiel. Wir lagen hinten und drehen dann die Partie. Das können wir also auch. Berardi auf der Bank hat heute wieder einen Top-Job gemacht. Ist richtig kaputt, man sieht es ihm an. Zweite Halbzeit hat sich deutlich gesteigert. Viele Aktionen gehabt. Und dann auch den Führungstreffer gemacht. Aber erstmal geschockt hat uns Twente, dem ersten mit direkt dem relativ frühen Tor. Hier kann Diofilo nicht drüber springen. Klare gelbe Karte. Der Freistoß war jetzt nicht schlecht. Beli im Rückraum halt. Mit dem Ball schneller gewesen als der Ball und so kommt halt ein Stolperer-Schuss raus. Wir können uns noch steigern. Oh ja, richtig geil. Einfach drüber gesprungen und dann weiter den Weg lang gelaufen. Aber hier ist dann das 1:0 passiert. Das war halt richtig stark. Lino keine Chance. Beziehungsweise schon, aber ist halt nicht.
ist halt passiert. Und dann hier unsere Version Traoré, aber heute auch super gespielt, zwei Vorlagen auf Depay. Berardi. Nicht das erste Mal in der Partie. Hier wieder, er einfach seine Ballkontrolle halt zeigt und dann macht dann halt einen schwachen Fuß. Traoré, einfach Pech und dann ist das Deofeo einfach viel zu billig, was er da macht mit dem Fuß. Easy zu halten. Tosun, wieder Traoré, Deofeo. Schönes Tor zum Abschluss. Jetzt guck mal nochmal, ob ich den Namen auch die ganze Zeit falsch ausspreche. Deofeo. Deofeo. Oh Gott. Was für ein Name. Depay super gespielt. Am Ende Billy auch. Berardi auch wieder eine Top-Wertung. Moa hinten auch. Holgate relativ okay. Depay Politano kommt nochmal rein und macht nochmal ein gutes Spiel mit. Traoré in 8,6 wieder zwei Torvorlagen. Läuft, auch wenn er keine Tore schießt. Er macht halt das, wofür ich ihn halt habe. Er dribbelt sich nach vorne, setzt sich in Szene, passt den Ball nochmal, legt den Ball nochmal ab auf den linken oder rechten Flügel oder auf das offensive Mittelfeld. Sperre abgelaufen. Ja. Nochmal Jugendstab, nochmal dann mit dem Scout gucken und nur Müll finden. Weil man kann ja auch nicht hoch und runter scrollen, ne? Nee. Oh ja, Berardi. Er ist halt top in Form. Insuamor, Holgate auch. Ihr seht hier 3 Punkte. Luciano 2. Politano auch 2. Moa 1. Berardi noch nix. Pässe, Übersicht. Pässe kann man halt noch bei ihm arbeiten, wirklich. So. Aber an dieser Stelle möchte ich mich von euch verabschieden. Wir schauen einmal kurz in die Europa League. Copa Europa verliert 1860 München. Champions League können wir einmal kurz drüber blättern, wie es da aussieht. Leverkusen 0 Punkte. Chelsea 1860 0 Punkte verliert gegen ZSK. Wow. Baha, Liverpool 0 Punkten. Mhm. Dann ist die Euroleague. Tottenham, Bremen. Lazio, Stade Rennais, Wolfsburg und die Young Boys, Bern, Neapel, Saloniki. Ist eigentlich nicht so viel. Interessantes Villarreal, Man City. Man City gegen Estoril, Praia. Nur einen Punkt geholt. RC Lens. Palique, RC Lens. Wow, geil. Das sind die, bei denen ich mal Spielertrainerkarriere gemacht habe. Die starten in der zweiten Liga bei FIFA 16. Gut mitgekommen und hier sind wir halt Everton und Everton direkt als Tabellenführer 3-2-2-1, so schaut's aus. Köln Grasshoppers jeweils mit einem Unentschieden gegeneinander und zu 2-2 gespielt und wir gewinnen gegen Twente mit 3-1. Aber an dieser Stelle verabschiede ich mich von euch. Das war FIFA 16 im Karrieremodus mit mir, dem Nefkara und dem FC Everton und wir sehen uns morgen wieder dann gegen Stoke City. Bis dann natürlich alles Gute Leute, haut's rein, ciao ciao.